So, ich bin das Tesla Model 3 jetzt hier, LFP-Akku 55 Kilowattstunden, mal von 100% runtergefahren auf 2%. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und durch die Energie-App, die jetzt hier im Fahrzeug ist, kann man sich die Daten mal anschauen. Das ist ganz interessant. Ich habe es mir gerade mal angeguckt, denn ich habe von den, ich sag mal, 100% verbrauchten Leistung 60% für das Fahren gebraucht. Und 40% für alles andere, also für die ganzen anderen Sachen. Da von den 40% waren 10% allein, also 9% Wächtermodus. Also auch ganz interessant. Und was ich auch ja mal rausbekommen hatte in einigen Videos vorher, da hatte ich mir die Zyklenzahlen mal angeschaut und habe mal geguckt, wie das denn in der Summe so aussieht, was man denn hier im Prinzip, wie weit man mit so einem Zyklus kommt. Und da bin ich 200 Kilometer weit gekommen. Wenn man überlegt, dass man hier eine Gesamtreichweite von 400 Kilometern hat, dann passt das in etwa. Ich sag mal, wenn ich 60% fürs Fahren, also ich habe 100% geladen und davon 60% praktisch für das Fahren genommen und 40, die sind in Anführungsstriche verpuffert. Hin zu Wächtermodus, hin zu Bildschirmzeit, hin zu Standby, hin zu Batterievorkonditionierung und so weiter und so weiter. Das liegt natürlich daran, dass ich den Wagen im Alltag benutze. Und nicht jetzt im Prinzip, das wäre jetzt was anderes, wenn ich jetzt auflade auf 100% und fahre dann nach München oder so. Dann sieht die Sache natürlich anders aus. Dann kriege ich einen besseren Fahrwert raus, mit Sicherheit. Aber dadurch, dass ich ihn im Alltag benutze und den eben mal vorklimatisiere und, passiert sowas natürlich. Oder vielleicht auch schon mal auf jemanden warte und dann auch hier sitze und die Heizung läuft. Dadurch passiert das natürlich. Aber das ist genau das Ergebnis, was ich rausbekommen habe, dass man nämlich wirklich sagen kann, dass man bei so 100% Ladung, also ich sag mal hier bei mir jetzt noch bei ich sag mal so guten 50 Kilowattstunden, dass man so die Hälfte braucht zum Fahren, sage ich mal, etwas mehr als die Hälfte braucht zum Fahren und der Rest ist einfach daneben, also nebenan. Gut, jetzt kann man sagen, 50 Kilowattstunden mal 30 Cent zu Hause sind 15 Euro für 400 Kilometer. Da kann man nicht meckern, 400 Kilometer, da hätte ich also früher 40 Liter 80 Euro bezahlt. Und so eben 15 Euro. Also so gesehen ist das immer noch recht günstig, ja. Und wenn der Euro ein bisschen besser stehen würde, dann wäre für uns die Energie vielleicht auch einfach billiger. Wenn man sich die ganzen Gaspreise und Ölpreise und all das Ganze mal an der Börse anschaut, wie gesagt, wir müssen das meiste ja importieren. Wenn der Euro jetzt besser stehen würde, dann hätten wir wahrscheinlich einfach auch niedrige Energiepreise. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ich zeige euch mal ganz kurz hier das Tablet. Achtung! So, ich habe den Blitz jetzt mal ausgemacht und schneide jetzt doch das Video, weil ich einfach nicht mehr sehen konnte, weil ich in den Blitz geschaut habe. So, hier stehen jetzt 60%, 59,9. Die sind wirklich nur fürs Fahren draufgegangen. 60%, wie ich gesagt habe. Der Rest dann eben hier könnt ihr ja selber sehen. Und um auf die 100% zu kommen, wissen wir ja, müssen wir auf Parken gehen. Und da sind es nochmal 22,7 Bildschirmzeit, Wächtermodus hier knapp 10%. Also, ja, ich lasse das jetzt einfach nochmal so ruhen. Und das soll es dann auch an der Stelle gewesen sein. Guckt euch die Daten mal an. Von 0 auf jetzt 2% runtergefahren. Deswegen darf das auch noch gar nicht 100% ergeben, weil ich ja noch 2% da habe. 22,7 plus, das sind dann 97,8, glaube ich. Ne? Kann das sein? Also knapp 98, ja genau. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das passt auch zu den 2%, die noch drin sind. Und das passt auch eben zu allem anderen, was ich am Anfang schon gesagt hatte. Lasst mir mal ein paar Kommentare da. Und ja, plus 9% übrigens. Aber das liegt daran, dass ich einfach das Auto so benutze, als wenn es ein Benziner wäre. Ich fahre eigentlich ganz normal. Ich achte da nicht mehr so auf die Geschwindigkeit. Übrigens, jetzt gleich wird super gecharged. Ich habe vorkonditioniert. Wir haben jetzt 40 Grad im Akku. Und hinterer Motor hat 63 und die Zelltemperatur liegt, Quatsch, die Zellvoltzahl 3,2, 340 Volt. Wie gesagt, das ist hier immer recht konstant, aber nur mal so am Rande. Okay, ja, weitere Videos folgen und der Jörg hier aus Darmstadt, ein schönes Wochenende, macht's gut, ciao. Für die Extended Version Schauer unter euch. Bei 2%, der Akku ist doch ziemlich warm jetzt. 40 Grad hatten wir ja gerade gesehen. Gucken wir mal, was wir hier bekommen. Fast 170 Kilowatt, das ist natürlich eine Menge.
Und das war auch zu erwarten. Ich habe, wie gesagt, 170 selbst tatsächlich noch nie gesehen. Da müsste ich vielleicht an den Ionity. Da kriegt man dann vielleicht noch das letzte Tröpfchen. Aber das ist schon eine starke Leistung hier. Und ich werde jetzt auch auf 100% laden. Soll man ja einmal die Woche machen. Machen wir das mal. Und genau, habe ich rübergezogen. Und dank euch, wie gesagt, bin ich ja immer noch kostenlos unterwegs, zum Glück. Vielen Dank nochmal dafür an alle, die über mich ein Fahrzeug bestellt haben. Und ja, noch habe ich, glaube ich, 22.000 Kilometer frei. Und in den Zeiten, wo wir gerade leben, ist es natürlich wirklich gut. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Übrigens, jetzt haben wir, ich kann ja mal ganz kurz umschauen, wer wirklich dranbleiben will und aber Lust hat, mal ein bisschen zu gucken, kann ich das mal unkommentiert. Jetzt haben wir schon 24 Kilometer reingeladen, in einer Minute übrigens. Eine Minute, 25 Kilometer in einer Minute. Das wären dann 100 in 4. Ich lasse einfach mal mitlaufen. Und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle allerdings und werde das mal unkommentiert laufen lassen. Und dann könnt ihr euch ja dann selbst ausschalten, wenn ihr möchtet. Was ich machen kann, ist, kann ich vielleicht sagen, nochmal die Minutenzahl. Das ist vielleicht nochmal interessant. Wir haben jetzt gleich, und zwar jetzt 2 Minuten 40 Kilometer reinbekommen. Ich melde mich nochmal bei 3 Minuten. Drei Minuten, 60 Kilometer. Wir können ja mal bis 100 Kilometer warten. Und dann würde ich mich bei 100 Kilometer nochmal melden und dann auch Schluss machen. Und dann gucken wir dann nochmal kurz die Zeit. Also die ersten 100 Kilometer, in welcher Zeit wir die reinbekommen. Die Ladeleistung ist immer noch recht hoch, 150 kW. Und die Zelttemperatur sehe ich mit einem Auge hier unten, das seht ihr jetzt nicht, ist auf 46 Grad gestiegen. Übrigens sind 100 Kilometer jetzt drin und 5 Minuten und 30 waren es. Jo, dann soll es das gewesen sein. 119 jetzt nach 6 Minuten. Okay, der Jörg hier aus Darmstadt. Macht's gut, ciao.